Leute, hier ist eure Alicia und herzlich willkommen zum Spiel Alicia Online. Ja, das Spiel heißt tatsächlich Alicia Online. Das hat nichts mit meinem Namen zu tun. Ich habe das auch nicht entwickelt oder ähnliches. Ich habe mich damals einfach nach diesem Spiel benannt. Und Alicia Online ist absolut kostenlos, ist aber gerade noch im Aufbau. Wer aber das Spiel auch gerne mal testen möchte, obwohl es noch nicht komplett wieder aufgebaut ist, der kann oben rechts auf das i klicken, wenn ihr die Anmerkung nicht aus habt. Denn da habe ich Installationstutorials in der Playlist und wie man den Charakter richtig erstellt, was man können sollte und so weiter und so fort. Vielleicht interessiert euch das ein oder andere Video. Und ja, seit zwei Wochen am Sonntag kann man endlich die ersten Rennen gegen andere Spieler machen. Also ihr zum Beispiel gegen eure Freunde oder auch ihr mit euren Freunden gegen andere, ne? Es geht allerdings momentan nur im Single Speed Race, noch keine Team Speed Races. Aber das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Und jetzt letzte Woche Sonntag war nochmal ein ganz, ganz großer Schritt, denn wir bekommen jetzt endlich Erfahrung für unsere Rennen und wir bekommen Carrots. Carrots sind die Ingame-Währung im Spiel, davon können wir uns Klamotten kaufen, wir können unser Pferd pflegen und ähnliches. Ja, und es ist viel, viel einfacher jetzt zu leveln. Ich bin Level 20, ich war nicht fleißig seit letzter Woche, ich muss es selbst zugeben, aber ich empfehle euch, schön zu leveln. Das bringt es jetzt gegen andere Spieler. Ich möchte euch heute aber zeigen, wie, obwohl ihr noch nicht das oder ein bestimmtes Level erreicht habt, wie ihr zumindest eine Runde lang das Rennen machen könnt, was ihr wolltet. Denn es gibt ja verschiedene Maps, die eine Levelbeschränkung haben, ja. Gucken mal, ob die hier steht. Also wir gehen auf Game, wir gehen auf Race. Dann gehen wir auf Speed, Single, Races, ne, das andere kommt noch alles. Also Speed Team, Magic Single und Magic Team, das wird noch kommen. So, hier sind ganz viele Räume offen. Und wenn wir jetzt einen Raum erstellen, können wir hier nämlich die Karte ändern. Und jede Karte hat eine Levelbegrenzung. Ne? Wir gucken uns die mal ganz kurz an. Gehen mal kurz gegen die NPCs ins Training. Momentchen. So. Ach nee, ich wollte gerne das bei Speed zeigen. Es ist einfacher. So, also ihr seht schon, ich habe hier einige Maps freigeschaltet. Ne? Vieles kann ich schon machen. Aber es gibt tatsächlich noch eine Map auf Level 22, die ich noch nicht machen kann. Ne? Es gibt da auch eine Levelbegrenzung, glaube ich, von 10 und 15. Ne, ist jetzt nicht so genau, ne, die Level. Und ich würde zum Beispiel gerne unbedingt diese Map spielen wollen. Dann gibt es einen Trick, wie ihr das machen könnt. Und zwar geht ihr auf Game, auf Race. Erstellt beim Speed Single einen Raum, ne, Speed Single. Hier haben wir dann den Namen, ne, wie viele Leute hier rein können, ob da noch ein Passwort drauf soll. Und dann gehen wir hier auf die Kursänderung, scrollen runter und hier ist die Map, die ich eigentlich noch nicht auswählen könnte. Und wir erstellen unseren Raum. Wir sollen warten. Und ihr seht schon, hier oben habe ich jetzt die Map. Das heißt, wenn ihr eine Map, eine ganz bestimmte Map reiten wollt, könnt ihr das so machen, allerdings immer nur für eine Runde. Denn nach dieser Runde, ja, ist diese Map sozusagen, ja, wieder weg. Ich würde sagen, ich teste das einfach mal. Wir spielen mal gegen die Layla. Laylia heißt sie sogar. Die Map ist ein wenig tricky. Es gibt viele Wege. Es gibt zurzeit noch keinen Hufeisen, also keine extra Booster, sondern ihr müsst über die Hindernisse springen oder Slidejumpen, alias Bunnyhoppen, wie ich es nenne, ja. Das Bunnyhoppen oder Slidejumpen haben wir auch schon noch in meinem letzten Stream am Sonntag unter die Lupe genommen. Und ja, diese Woche Samstag streame ich übrigens wieder Alicia Online. Wer also mit dabei sein möchte und mitracen möchte, der kann gerne zu meinem YouTube-Stream kommen. Ich schreibe euch nochmal in die Infobeschreibung, also in die Videobeschreibung. Um wie viel Uhr das ist, denn gerade habe ich spontan nicht im Kopf. Ja, traurigerweise. Wir haben es früh am Morgen. Ich habe mich einfach direkt hingesetzt und wollte Alicia aufnehmen. So. Alle Spieler haben geladen oben links. Dann reiten wir mal los. Dieser Parcours hat nur eine Runde. Das heißt, es ist kein richtiger Rundkurs, sondern es gibt nur einen Weg. So, da wollte ich Bunny hoppen, es hat gerade nicht so funktioniert. Oh, sehr gut, sehr gut. Hindernis übersehen. So. Vielleicht habe ich ja Glück und die Spielerin kennt die Map nicht so gut. Oder aber sie zieht mir jetzt gleich voll
durchziele und ich komme hinterher. So. Ah, sie reitet auch den Weg, wie ich ihn normalerweise reite. Ja, ja, okay. Anscheinend kennen sie doch den einen oder anderen Trick hier. So. Und wenn ihr dann natürlich noch ein paar andere Mitstreiter habt, wird es natürlich noch umso lustiger, ne? Ist ja klar. Also zumindest für mich wird es dann umso lustiger. So, übrigens, mit umso mehr Spielern ihr in einem Raum spielt, umso mehr Erfahrung und umso mehr Carrots bekommt ihr dann am Ende der Runde. Also bringt es euch nicht unbedingt etwas, nur mit einer Person zu spielen, die ihr leicht fertig machen könntet, rein theoretisch. Sondern... So. Ich musste mich konzentrieren, Entschuldigung. Sondern es bringt auch was, wenn ihr mit mehreren Spielern spielt, weil ihr dann wesentlich mehr Erfahrung bekommt. So, Layla setzt hier gerade ihre Booster ein. Sind wir gleich am Ende der Strecke. Bunny Hoppen will heute noch nicht so recht. Das war jetzt nicht clever gesetzt mit meinem Boostern, aber das sollte ich noch hinbekommen. Jetzt kommt nämlich gleich der Last Sport. So, genau. Wir haben schon Herzklopfen. Booster jetzt richtig einsetzen. Das sieht sicher aus. Das sieht sicher aus. Sie hat vorher ihren Booster eingesetzt. Hebt euch das wirklich bis zum Schluss der Strecke auf. So. Ja, jetzt habt ihr auch mal die Map gesehen. Oh. Hört jetzt gleich dieses schöne EXP-Rasseln. Dieses... Ah, das ist so schön. Ja, ich habe jetzt 290 Carrots bekommen und 210 Erfahrung. Das ist jetzt für einen Raum, der ja nur zwei Personen beherbergt, noch voll okay. Wenn man in einem Raum geht mit wesentlich mehr Spielern, ist das natürlich viel, viel mehr. Ne? So, jetzt könnte ich nochmal die Map verändern. Ne? Immer der Room Master, der letzte, der gewonnen hat, kann es ändern. Und jetzt sehen wir, ich kann die Map nicht mehr auswählen. Das heißt, wenn ich die Map wieder spielen wollen würde, müsste ich jetzt rausgehen und den Raum neu erstellen. Bis ihr natürlich das Level habt, dann müsst ihr das nicht mehr. Dann könnt ihr die auch einfach so auswählen. So, ich hoffe, dass, ja, Tutorial, in Anführungsstrichen, hat euch geholfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in Illusia. Wie gesagt, am Samstag streame ich Illusia, wenn ihr mit dabei sein wollt, auf YouTube oder in-game, dann guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da steht nochmal ganz genau, um wie viel Uhr ich streame. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis dahin, eure Illusia.